Hunde? Aber ich glaube, da kann ich mich an was erinnern. Genau, Köter kicken! Yay! Ich liebe es. Boom! Komm her! Und das Geräusch, wenn die Hündchen dann noch so heulen. Was soll das eigentlich sein? Soll das sowas wie Hyänen darstellen oder so? Man weiß es nicht. Aber es ist herrlich. Komm her, ich will dich kicken. Puh. Es ist echt so schön. Boom. Ich weiß, es ist nicht sehr einfallsreich, die gleiche Attacke immer wieder zu machen. Aber ich find's so toll. Es macht so einen Spaß, die Viecher durch die Gegend zu schießen. So einen Hund sollte jeder haben. Und Kratos Kraft ist wirklich beeindruckend. Also wenn man sich das anguckt, wie mühelos er die Viecher da hochhebt, auf den Boden wirft, durch die Gegend schießt. Das ist toll. Na, komm schon. Boom! Und der Nächste. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Noch jemand? Oh, schade. Der hatte wohl schon zu viel. So ein Mist. Dankeschön. Noch irgendjemand? Scheinbar nicht. Okay, dann hole ich mir mal die Truhe hier. Wir wollten nur draufgehen. Okay, die Hunde waren jetzt kein Problem. Im Gegensatz zu den komischen roten Typen vorhin. Hier müsste es möglich sein, irgendwie die Dinger kaputt zu hauen. Also die Skelette. Ja, und das gibt alles noch mal Orbs, ne? Sollte man mitnehmen. Wenn man schon hier ist. Und da hinten sind sogar noch Truhen mit Orbs. Wunderbar. Ich habe vorhin, als ich im Pausenmenü war, gesehen, ich brauche über 5000 Orbs für den nächsten... Na, ihr wisst schon, für den nächsten... Ja, Waffenaufstieg. Also bevor ich meine Klingen nochmal um 1 aufleveln kann, brauche ich eben 5000 Orbs. Und ja, die sollte ich mir dann bei Gelegenheit auch irgendwo ansammeln, ne? Oh, das hat man gut getroffen. Hey, du bist nicht mal ein Skelett, oder? Egal, kann man auch kaputt hauen. Gib mir Orbs! Gib mir mehr Orbs! Da ist irgendwie nicht viel drin, oder? Noch nicht mal 100 Orbs, nicht mal 50, glaube ich. Ach, die Vasen kann man auch kaputt machen, okay. Dann machen wir die auch noch kaputt. Gibt alles Orbs, genau. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob es hier in God of War 2 auch so ist oder ob das nur im ersten Teil so war, aber ich glaube, beim ersten Teil war es abhängig davon, wie man einen Gegner tötet, welche Art von Orbs er gibt. Also, wenn man Gegner mit einem bestimmten Finishing-Move getötet hat, dann haben die eben Waffen-Orbs gegeben und wenn man sie anders getötet hat, haben sie eben eher Lebens-Orbs oder so gegeben und ja, wie es hier ist, weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß nur, dass sie einige Gegner immer Lebens-Orbs geben, wenn man sie mit einem Finishing-Move eben tötet. Beispielsweise die Minotauren. Okay. Ich hatte jetzt irgendwie gedacht, hier könnte noch ein Truhe stehen, deshalb habe ich mich mal lieber umgeguckt, bevor ich jetzt hier die Türen aufmache. Die Frage ist, kann ich das überhaupt schaffen? Bin ich überhaupt schnell genug dafür? Brauche ich da nicht irgendwas, wo ich auf den Schalter stellen könnte? Ich weiß ja nicht. Also irgendwas müsste ich benutzen, um den Weg zu blockieren. Oder kann ich daneben irgendwie lang? Nee, ne? Es muss irgendwo was geben, was ich dafür benutzen kann. Aber offensichtlich nicht hier unten. Das irritiert mich jetzt. Kann doch nicht sein, dass das Spiel jetzt anfängt, kompliziert zu werden. Na gut, ein bisschen Rätselei gehört eben schon dazu. Neben der ganzen Prügelei, aber... Irgendwo hier müsste was stehen, das man benutzen kann. Sonst macht das ja keinen Sinn. Aber die Dinger hier kann ich nicht benutzen. Man erkennt das auch direkt, wenn irgendwo was ist, das man irgendwie mit sich nehmen kann. Ach, da liegt einer. Aha! Ja, dann nehmen wir eben dich. Oh, und schön wie Kratos jetzt im Zeitlupe-Modus joggt, nur weil er eine Leiche auf der Schulter hat. Sonst wirft er Berge durch die Gegend, aber jetzt mit der Leiche hier, da ist er natürlich behindert und kann nicht mehr schnell gehen. Also im Schnellgehen behindert, meine ich damit. Nein, du sollst nicht den Toten wieder aufheben, leg ihn hin! So, und jetzt zieh den Hebel. Brav. So, und jetzt kannst du den Typ wieder einsammeln. Weh, du ziehst jetzt am Hebel. Nimm ihn. Brav. Okay. Schön, schön, schön. So, der liegt gut. Und jetzt ziehen wir mal mit dem Hebel hier. Also die hintere Tür geht jetzt durch den Hebel hier auf und die andere, die vordere Tür bleibt zu, weil eben der Tote da liegt. Was sehr praktisch ist. Oh.
Juhu! Löwenstatuen, die Wasserspeier sind. Schöne Sache. Sieht auch allgemein schön aus hier mit den Bäumchen und so, ne? Richtig friedlicher Ort. Eigentlich schön hier. Das ist nicht, dass Kratos das interessiert, ob es hier schön ist oder nicht, weil er macht sowieso alles kaputt oder so. Dort liegt der Pfad zu den Göttinnen des Schicksals. Wieso hilfst du mir, Gaia? Zeus muss aufgehalten werden, Kratos. Dies ist eine uralte Geschichte der Rache. Du kennst den mächtigen Titanen Kronos. So sehr fürchtete Kronos die Vision des Orakels, seine Kinder würden sich gegen ihn erheben, dass er sich dazu entschloss, sie alle zu verschlingen. Hilflos sah Rhea, wie eines ihrer Kinder nach dem anderen verschweißte. Doch als schließlich das letzte ihrer Kinder an der Reihe war, konnte sie es nicht mehr länger ertragen und ersann eine List, um ihr Kind Zeus zu retten. Rhea befahl dem Adler, ihren Sohn wegzubringen. So gelangte Zeus auf eine weit entfernte Insel, die Kronos nicht kannte. Ich war es, die für ihn sorgte. Ich war es, die ihn beschützte. Ich nährte seinen Wunsch, Kronos seine Geschwister wieder zu entreißen. Doch mein törichter Akt des Mitleids hat den Titanen nur geschadet. Denn indem wir Zeus retteten, schürten wir den Rachedurst in seinem Herzen. Er verriet uns Titanen, für die Sünden eines Einzigen. Den Sünden des Vaters, Kronos. Ja. Alles klar. übrigens, Kronos muss ja auch schon irgendwie eine ziemliche Intelligenzbestie sein, wenn er irgendwie einen Haufen Steine nicht von seinem eigenen Sohn unterscheiden kann. Also, das spricht ja jetzt nicht gerade für ihn. Und, mal so nebenbei. Oh, unsere Energieleiste wird verlängert. Auch so nebenbei. Aber was ich eigentlich jetzt sagen wollte, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Frau hieß, also die Frau von Kronos, aber die war ein bisschen kleiner als er, oder kam mir das jetzt nur so vor? Also, ich will da jetzt ja nicht irgendwelche seltsamen Fantasien anregen, aber der Zeugungsakt muss ziemlich abartig gewesen sein. Also ich meine, hallo, die Frau ist kleiner als Kronos kleiner Finger. Aber okay. Manche Leute stehen drauf. Oh, wir haben zum ersten Mal einen neuen Gegner hier. Na gut, wir haben schon öfters mal neue Gegner gehabt. Aber der hier ist was ganz Besonderes. Wir können ihn nämlich mit Hunden beschießen. Au. Und er kann uns mit Feuerbällen beschießen. Was auch jetzt nicht ineffizienter ist. Nein, du solltest ihn nicht umbringen, verdammt. Warum halten die blöden Köter so wenig aus? Au. Was hat mich gerade getroffen? Und warum schießt du die Köter auf Köter? Ich will die Köter auf den großen Köter schießen. Ja, also das soll natürlich Cerberus sein. Das Monster, das bestialische Monster aus der Legende oder so. Ich weiß nicht. Also Cerberus ist ja angeblich dieser Höllenhund, der das Tor zur Hölle eben bewacht. Ja, deshalb wahrscheinlich auch Höllenhund, ne? Und er ist eben dafür bekannt, dass er drei Köpfe hat. Und ich würde sagen, das hier hat ziemlich viel von einem dreiköpfigen Hund. Vom Aussehen her. Ich kann mich auch irren, aber für mich sieht es aus wie ein dreiköpfiger Hund. Und mal gucken, ob wir den nicht mal ein paar Köpfe kleiner machen können. Ja, andere Leute hätten wahrscheinlich versucht, den Kopf abzuschneiden, aber Kratos ist eben ein echter Kerl, der reißt ihm lieber den Kopf ab. Aber das stört den jetzt nicht weiter, weil er hat ja noch ein paar Köpfe. Genau ein paar Köpfe, aber okay.
Boom! Komm her. Verdammt. Verdammt! Okay, das war wenigstens mal ein guter Treffer. Und der nächste Kopf. Komm schon, zeig's mir. Ja, ist schön, wenn man wirklich immer die ganze Zeit nur Kreis drücken muss beim Quicktime-Event, dann ist es natürlich relativ ausführbar. Relativ gut ausführbar. Au! So war das aber nicht geplant. Hörst du auf, mich zu besteigen hier, du blöder Köter? Ich mag solche großen Dinge nicht. Vor allem nicht, wenn sie drei Köpfe haben und irgendwie versuchen, mich umzubringen. Also, Hunde sind ja okay, aber der hier ist übertrieben. Und jetzt brauche ich schon wieder Lebensenergie. Das gibt's ja gar nicht. Ich könnte vielleicht mal beim nächsten Mal, wenn es kritisch wird, irgendwie den Zorn-Dingsen-Kirchen der Titanen anwenden. Aber, ja, wäre eine Überlegung. Kann man mit euch Statuen irgendwas machen? Man kann euch kaputt hauen. Ja, das finde ich was. Oh, und da ist ein Klotz drauf. Ob der mir helfen soll, hochzukommen oder so? Oder soll ich da hoch? Nee, nee. Da ist aber... Da war doch gerade eine Truhe, oder? Ja, da ist eine Truhe. Ich könnte also dort an der Seite hoch. Könnte Sinn machen, aber was ist, was gibt's, wenn ich da oben auf die Balkone gehe? Na, da kann ich gar nicht hoch, oder? Nein, nicht so wirklich. Okay, dann machen wir eben das, was irgendwie vom Spiel scheinbar so vorgesehen ist. Ist ja auch mal eine gute Idee, das zu machen, was das Spiel von mir will. Oder was das Spiel von mir erwartet. Das nenne ich mal Kraft in den Beinen. Also wenn Kratos ein Fußballer wäre, dann würde er wahrscheinlich die Tormänner erschießen. Würde auch sonst zu seiner Persönlichkeit passen. Ist nur die Frage, was zuerst platzt, der Ball oder der Tormann? Yay, noch mehr Köter zum Fußballspielen. Wo wir gerade beim Thema waren, ne? Was? Gaia gibt ihnen die Chance, ihren Spielfortschritt zu speichern. Ich wollte zwar jetzt nicht speichern, aber okay. Ich bin offenbar scheinbar in den Speicherpunkt gelaufen. Und natürlich, ich habe R1 gedrückt, weil... ich dumm bin oder so. Clever. Ja, weil R1 hat irgendwie gar nichts mit dem zu tun, was ich hier gerade mache. Die Hunde greift man nämlich, so wie man alles greift, mit Kreis und werfen tut man sie mit... Mit was eigentlich? Mit Viereck, oder? Ja, den werfe ich nicht mehr. Zumindest nicht allzu weit. Sackgasse? Ach, da vorne geht's noch weiter. Okay. Schön verstecktes kleines Wegchen. Oh. Achso, an der Wand kann man klettern. Okay, ich habe gerade gedacht, ich soll jetzt da rumkommen. Juhu, gab's da auf der Zwischenebene noch irgendwas? Nee, ne? Nee, da soll man nicht lang. Das wäre ja auch Wahnsinn. Okay. Schön. Schön, schön. Oh, noch mehr Truhen. Mit mehr Orbs. Leben sieht gut aus, dann nehmen wir eben mal nur die roten Orbs mit. Die kann man immer brauchen. Fehlt immer noch verdammt viel für die nächste Stufe der Waffe zu entwickeln. Ich meine, ich könnte vielleicht den Bogen weiterentwickeln, ja, aber ganz ehrlich, der Bogen ist ziemlich unnötig und das hier ist ja eigentlich auch kein Shooter, sondern ja, mehr so ein Action-Adventure, würde ich sagen. Kommt schon hin. Und Betonung liegt in dem Fall offensichtlich auf Action. Also, wenn irgendein Spiel Action hat, dann God of War, ohne Zweifel. Okay, die Wand leuchtet mal wieder wunderschön, das sagt uns wohl... Genau, dass wir sie kaputt hauen können. Das ist schön, also man kann hier doch durchaus alles direkt sehen, was man tun kann, mehr oder weniger. Gut, bei den Statuen hinten war es jetzt nicht so offensichtlich, aber man konnte es denken. Ich meine, was hätte man sonst noch großartig machen sollen? Außerdem, wenn da irgendwas steht, das ins Auge fällt und die Statuen fallen meiner Meinung nach ins Auge, dann sollte man gucken, ob man was nicht kaputt hauen kann, weil es könnte ja Orbs geben. Das war eigentlich so auch der Hauptgrund, warum ich die Statuen angegriffen habe. Ich kann euch nicht zu den Bogenschützen rüberschießen, ne? Ah. Boom! Ja, also ich weiß gerade nicht, nee, was heißt, ich weiß nicht. Ich will eigentlich die Bogenschützen noch nicht angreifen, weil, dann schieße ich meine ganze Munition auf diese kleinen hässlichen Mistviecher hier. Und das wäre ja auch irgendwie Verschwendung. Sehr schön. Und nochmal. Boom. So. Und jetzt habe ich alle Zeit der Welt, um die Bogenschützen anzugreifen. Yep. Nummer 1 ist tot. Nummer 2 ist tot. Und Nummer 3 gibt auch den Geist auf. Wunderbar. So soll es sein. Und nicht anders. Und jetzt können wir darüber. Theoretisch. Sieht nach einem tödlichen Sprung aus.
Okay, klappt aber ganz gut.